Leider ist der jüngste Weltmeister aus unserem Kickbox-Freiboxstall. Er ist 22 Jahre alt, hält den Weltmeistertitel in mehreren Verbänden, in den WK, SK, WKU, also drei der großen, einen Kickbox. Er wird am Samstag gegen Mehmet Bali kämpfen. Mehmet Bali ist Europameister. Es geht auch um den WM-Titel, sondern es geht nur um einen Superfight. Ja, er hat vor kurzem auch, also den vierten WM-Titel, hält ein Franzose, der Vakuum-Weltmeister ist, das ist der vierte große Verband, und da hat er auch letztes Mal auf den geschlagen, aber da ging es nicht um seinen Titel, sondern nur um Datum-Titel. Also ist es momentan der beste Gewichtler für 76 Kilo. Okay, Runde 2. Thai-Boxen im Cruisergewicht bis 86 Kilo. Sein Gegner kommt aus Türkei, Michael Balasch. Okay. Zur ersten Runde. Und eins. Und die Schlagkraft. Und vier und vier und Schlagkraft. Und Schlagkraft. Und vier und ausreichend Schlagkraft. Und noch ein Raum kick. Gerade linker Haken. Hält jetzt auch gerade auch in drei der vier großen Verbände WM-Titel. Und die letzten Kämpfe hat er vorzeitig durch K.O. gewonnen. Bin mal sehr gespannt auf diesen Kampf. Das ist auch eine härtere Prüfung gegen Balasch, der ein guter, erfahrener Mann, ein guter Profi ist. Also das wird interessant zwischen den beiden. Setzt sich auch in seinem privaten Umfeld sehr stark für Kinder, sozial schwache Kinder. Also nützt, hat wenig Freizeit, die Freizeit, die er hat, nützt er für die Kinder. Für die Sozialarbeit. Wahnsinn. Und führen, führen. Und nochmal. Ab. Schlagen. Stopp. Nochmal.
Verantwortung. Ja, oder? Ja. Klick mal hier. Ja. Ja. So, soweit zu deinen Dörrern. Gehen wir zum nächsten. WM-Titelkampf, Willi der Lein. Okay, Willi der Lein kommt eigentlich stark vom Amateurboxen, war auch mal Dritter auf der Amateurweltmeisterschaft. Ist jetzt im Kickboxen, ist auch in 3 Verbänden Weltmeister und er tritt am Samstag gegen den Schweizer Buri Aliyu. Okay, die erste Runde. Komm, die Führung, hopp. Die Führung schlag ganz stark, die Ball aus. Sieger bei den Amateuren, ist dann zu den Profis, war am Weltmeister in allen großen Verbänden, war eigentlich auch der Ungeschlagene, hat letztes Jahr ein bisschen kleinen Patzer in Berlin gehabt und das will er jetzt wieder gut machen. Okay, Gut.
Gut, dann bitte ich alle Sportler mal bitte nochmal hier vor. Alle Sportler, Lili, Daniel, alle Sportler bitte mal hier drin.